Hey Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy X, dem womöglich letzten Part. Wir kämpfen jetzt gegen Yuyeon. Ein für alle Mal schließen wir dieses Spiel ab. Und hoffentlich sterben wir nicht. Er hat 100.000 HP, was ja an sich nichts wirklich Schlimmes jetzt ist. Übernimmt Kontrolle über Bestia, genau, das wissen wir mittlerweile. Du musst ja schließlich im letzten Part gegen alle unsere Bestie kämpfen. Oh, Vikra. Ach komm. Oh, der heilt sich jetzt immer wieder. Oh Gott, ach nö. Haben wir irgendwo. Warte mal. Ich muss gleich was gucken. Und zwar, wir könnten theoretisch reflektieren versuchen, mal. Jetzt müsste es eigentlich reflektieren, dann ist es quasi dann nicht mehr heil. Moment. Das ist dann echt bei. Nee, bei Weißmagie ist das. Ja, Reflekt. Nein. Und das sollte man normalerweise nicht machen, weil wenn man jetzt zaubert, macht es nämlich uns auch Schaden. Deswegen können wir jetzt keine Zauber mehr einsetzen. Oh oh. Ach nö, jetzt sag aber nicht, das heilt ihn jetzt auch. Okay, aber nicht. 9.990. Und wenn er jetzt wie gerade einsetzt, soll es eigentlich einen von uns heilen. Was? Wieso nicht? Ach, die Dinger müssen wir erstmal. Müssen wir erstmal die Dinger hier loswerden. Ich schätze mal. Nicht auf ihn. Obwohl der ist ja nicht mehr reflektiert, das heißt, wir können ihn trotzdem attackieren. Das Ding ist, er heilt sich halt wieder um 9.999. Das macht halt keinen Sinn so wirklich. Das heißt, wir heilen uns mal. Mit Mega Potions. Und jetzt reflektiere ich mal wieder. Jetzt müsste eigentlich, wenn er sich heilt. Wenn er sich jetzt eigentlich heilt, müsste er dann quasi uns heilen. Theoretisch. Ja, perfekt. Sehr gut, es hat funktioniert. Wir müssen jetzt nur hoffen, dass jetzt die Dinger nicht wieder angehen. Aber wir können jetzt auch keine Zaubersprüche machen, übrigens. Weil sonst reflektiert es halt eben gegen uns. Oh, scheiße. Was ist hier? Was ist das? Naja, wir dürfen sowieso nicht angreifen. Jetzt ist doch gut. Ach, er macht alle, oder wie? Sehr gut. Und ich glaube, wenn da quasi die Dinger wieder angehen, dann macht er das Reflekt weg. Ultima. Ich dachte jetzt schon, das wär's. Ey, das wäre verdammt unfair gewesen.
Ja, wir bleiben unendlich Schutzengel, oder wie? Wir holen Tidus rein, das ist schließlich seine Geschichte. Warte, ich sollte Haast einsetzen. Oh. Nee, er ist schon tot. Es war wirklich Tidus. Tidus hat den letzten Schlag gemacht. Das ist ja mal ein Riesenzufall, ey. Ach du Scheiße. Der letzte Schlag. Na los, mach's nicht so dramatisch und stirb. Oh, no.
Don't stop. But I... Stimmt, Oren war doch auch ein Toter. It's all right. It's been long enough. This is your world now. Ach du Scheiße, Leute, es ist zu viel passiert. Ich komme gleich zu meinem Fazit. Ich habe viel zu sagen. Voll über das Ende. Ich will eigentlich einen ruhigen Ort haben. Hallo?
Ach komm, geh mal zu Insel Besaid, dort wo was alles gegangen hat. Der erste wirkliche Ort, wo man war. Noch eines der coolsten Soundtracks, wie ich finde. Jetzt kommen wir zum Fazit und scheiße, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nie, wie ich bei traurigen Enden anfangen soll. Es ist so schwer. Das Spiel ist großartig. Super großartig. Eines der besten Final Fantasy Spiele aller Zeiten. Mit einer der besten Stories. Einem der besten Cast, also Hauptcharaktere. Und ich muss sogar ganz ehrlich sagen, 10 ist mein Lieblingsteil. Es hat mich doch von der Reise, hat mich das dann doch mehr mitgenommen als 7. Obwohl 7's erste Disc verdammt krass war, war halt das so danach. Also fand ich halt irgendwie, hat sich dann leicht gezogen, sagen wir es mal so. Aber sonst war 7 natürlich auch fantastisch und das Ende von 10 ist einfach nur traurig, Alter. Boah. Vor allem wie Yuna da noch. Ja, Tidus ist weg aus der Welt, also aus der Spira-Welt. Oh Gott, ey. Das ist so schlimm. Aus Spira und. Boah, ich weiß nicht, wie ich das zusammenfassen soll, ey. Das ist so traurig, ey. Tidus sagt, er muss gehen. Yuna versucht ihm hinterher zu rennen. Und es ist so traurig, ey. Und schlussendlich gesteht sie ihm ihre Liebe. Oh, ich hasse dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel, aber ich hasse dieses Ende. Boah, ich hasse es. Oh mein Gott, ey. Es gibt auch ein Sequel zu 10. Final Fantasy 10-2. Werde natürlich auch Let's Playen. Auch schon sehr bald. Ah, Mann, Leute. Ich kann es nicht glauben, dass es vorbei ist. Nach 76 Parts, glaube ich, ist dieses Display zu Ende. Es kommt kein Part mehr. Ah, es ist so schlimm. Es ist schön, dass ich aber noch lang laufen kann. Dass man allgemein an jeden Ort nochmal zurück kann, finde ich sehr nett. Es gibt zwar keine richtige Open World mehr, es gibt halt diese Weltenkarte, aber die finde ich sogar irgendwie, besser. Ist auch einfach ein guter Ort nochmal, um sich an alles zu erinnern, was passiert ist. Ich meine, hier hat man zum ersten Mal Wake getroffen, die hat uns runtergeschubst, was nicht sehr nett war, aber naja, ist halt nun mal so. Ey, dieser ganze Cast, ich werde dieses Spiel niemals vergessen, das ist so übel, ey. Und ja, okay, gut, viele Leute hassen Tidus, weil er einen auf die Nerven geht. Und ja, das kann er mal. Aber er ist halt auch 17, so. Ja, klar. Und natürlich denken viele, wenn sie an 10 denken, natürlich an die sehr bekannte Lachszene von Tidus und Yuna, wo verdammt awkward ist. Also wirklich verdammt awkward. Hier will ich auch wieder hin. Da ist ja sogar das Flugschiff. Not bad. Ey, das sieht richtig cool aus sogar. Das ist halt so das Ende. Das sind unsere Statusse mit MP, HP. Sind wir ganz am Ende richtig abgegangen mit Aura noch. Mit den HP. Dass er am Ende ja 8000 oder so hatte. Ganz schön viel.